2:0 führt Aufsteiger Grenzau zum Auftakt der Champions League gegen den deutschen Meister Ochsenhausen. Und er soll nun den Sack zumachen. Chen Zibin, vor 38 Jahren in China geboren, aber inzwischen deutscher Staatsbürger. Sein Gegner Adrian Crisan, 20 Jahre jung, aus Rumänien. Und wir steigen ein im ersten Satz. Außenseiter Crisan liegt 9:11 zurück und schlägt auf. Ja, vom Alter her könnten das ja fast Vater und Sohn sein. Was heißt fast? 38 Jahre alt. Der inzwischen eingebürgerte, gebürtige Chinese Chen Zibin und 20 Jahre alt Adrian Crisan. Einer der zahlreichen Neuzugänge beim deutschen Meister Ochsenhausen. Ein Mann, der durchaus Potenzial hat. Ich habe ihn erstmals intensiv beobachten können in diesem Jahr beim German Masters in Aalen. Das war im August, Olympia-Vorbereitungsturnier. Da hat er mich durchaus überzeugt. Und mit 20, da steht er ja noch am Anfang seiner Karriere. Ganz im Gegensatz zu Dauerbrenner Chen Zibin, der 1992 mal die Nummer 5 in der Weltrangliste war. Zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre auch dem chinesischen Nationalteam angehörte. Zu ganz, ganz großen internationalen Erfolgen hat es nicht gereicht. Aber das hat er dann in der Bundesliga nachgeholt und auch international auf Vereinsebene mit dem TTC Grenzau. Vielleicht folgt ja in dieser Saison das Husarenstück. Im ersten Satz sieht das zumindest nach einer relativ klaren Sache aus. Auch wenn Crisan hier großes Glück hat, mit einem Netzroller auf 13:17 verkürzen kann. Schnell das gehen kann, sehen wir hier auch wieder. Inzwischen nur noch 15:17 aus der Sicht des jungen Rumänen, der bei eigenem Aufschlag das Herz in die Hand genommen hat und sich denkt, Sekt oder Selters. Auch da war die Chance da. Aber da gereichte ihm seine Länge nicht gerade zum Vorteil. Sieht vom Bewegungsablauf zum Teil etwas unbeholfen aus, wenn er beispielsweise versucht, die Rückhand zum Laufen, Adrian Crisan. Aber ist natürlich auch mit einer recht beträchtlichen Körpergröße gesegnet. Exakt weiß ich es nicht, aber um die 1,90 werden schon sein. Weil Chen Zibin ist auch nicht unbedingt der Kleinste mit 1,78 Meter. Aber Crisan hat sich hier richtig gut ins Match zurückgekämpft. 12:17 lag er zurück. Und jetzt führt der Rumäne mit 19:18. Aber den nächsten Punkt macht der Routinier, macht Chen Zibin, der 38-Jährige. Familienvater, hat einen Sohn mit Namen DeLong. Wohnt schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und im vergangenen Jahr bekam er dann auch endlich den deutschen Pass. Und den ersten Satzball hat er nun
doch sicher spielt. Chen Xibin. Aber stark mit der Vorhand gespielt von Adrian Friedl. Dann haben sie gesehen, wie der letzte Vorhand-Topspin sich herausdrehte. Das war schon kein Topspin mehr, das war schon ein Sidespin. In der Zeitlupe werden wir es sicherlich nochmal sehr gut sehen. Gegengezogen von Krisan und er springt ganz weit weg und Chen Xibin kommt nicht mal heran. Fantastisch! Und nun Satzball Nummer 1 für den jungen Rumänen. Das ist wieder was fürs Auge, dieses Spiel, während das zweite Einzel, weil Blaszczyk und sein Kontrahent aus Taiwan einfach beide so aggressiv spielten, nicht so viele attraktive Ballwechsel bieten konnte. Und da hat er das Ding tatsächlich noch einmal umgebogen. Adrian Krisan gewinnt den ersten Satz gegen Chen Xibin mit 22:20. Neue Hoffnung also für Ochsenhausen. Aber im zweiten Durchgang, Sie sehen es, drehte Chen Xibin den Spieß um und siegte seinerseits mit 21:12. Wir machen wieder einen kleinen Sprung in den Entscheidungssatz. Aufschlag Krisan, der 6:8 zurückliegt. 8-7-10. Er muss, um das nochmal deutlich zu machen, diesen dritten Durchgang unbedingt gewinnen, damit Ochsenhausen noch im Spiel bleibt. Ansonsten heißt es 3:0 für den TTC Zugbrücke Grenzau. Und das wäre natürlich schon eine herbe Schlappe für den deutschen Meister zum Auftakt in die Champions League. Andererseits, das nochmal zu betonen, Ochsenhausen nicht in Bestbesetzung in diese Partie gegangen. Nummer 1, Kalinikos Krianga, der Grieche, nicht dabei. Und auch die Nummer 3, der deutsche Nationalspieler Peter Franz. Das andere Match in dieser Gruppe B der Champions League war übrigens eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Der französische Rekordmeister Levallois besiegte den spanischen Außenseiter Granada mit 3:0 und verlor nur einen einzigen Satz. Jetzt hat Krisan sich eine Auszeit genommen. Beratungsbedarf nochmal. Andrzej Gruber zusammen mit Chen Xibin. Auf der anderen Seite Slatko Novakovic mit Adrian Krisan. Novakovic, ja, der persönliche Coach seit vielen Jahren von Vize-Europameister Zoran Primorac. Hat in dieser Saison die Nachfolge von Leo Amisic angetreten, der sozusagen auf dem Höhepunkt abgetreten ist nach dem deutschen Meistertitel mit Ochsenhausen. Das andere Match in dieser Gruppe, also klar, ein 3:0. In der Gruppe A, da gab es zweimal ein 3:1. Der belgische Titelträger Charleroi setzte sich erwartungsgemäß gegen Friedek Mistek aus Tschechien durch und BTK Kalmar aus Schweden. Der Club von und mit Jan-Uwe Waldner gewann gegen den zweiten französischen Vertreter Caen ebenfalls mit 3:1. Jetzt aber weiter in dieser Partie, die möglicherweise kurz vor der Entscheidung steht. 8:12, Aufschlag Krisan. Der Rumäne steht mit dem Rücken zur Wand, sein Team auch. Ochsenhausen liegt 0:2 zurück. Der Vorsprung für Chen Xibin und skeptischer Blick von Krisan. Andererseits hat der Rumäne ja schon im ersten Satz gezeigt, dass 5 Punkte nun gar nicht sind. Wir erinnern uns, 12:17 lag er zurück im ersten Durchgang und gewann diesen ersten Satz nach Abwehr eines Satzballes noch mit 22:20. Warum sollte Ähnliches nicht noch einmal klappen? Aber hier ärgerlich, die Rückhand verzogen vom 20-jährigen Rumänen. Okay.
Shenzi bin natürlich auch mit dem großen psychologischen Vorteil, dass seine Mannschaft 2:0 führt. Krisan dagegen mächtig unter Druck. Und das merkt man ihm auch an. Sein Mienenspiel. Nachdenklich, fast ängstlich. Und in diesem Moment auch schon leicht resignativ. Da hat man zurzeit das Gefühl, dass Chen Zibin das Ding nur noch nach Hause schaukeln muss. Quasi auf die Fehler seines Gegners warten kann. Aber zulässig darf er natürlich auch nicht werden. Erneut schwache Rückhand von Krisan, der immer wieder ratlos Fragen zu Trainer Novakovic hinüberschaut. Der kann jetzt natürlich auch nicht mehr helfen. Die Auszeit ist bereits genutzt und verstrichen. Aber diesen Satz und damit die Partie und das gesamte Match scheint mir Adrian Krisan abgehakt zu haben. Für meine Begriffe etwas zu früh, gerade weil er es auch im ersten Satz gezeigt hatte, was möglich ist. Aber jetzt 8 Matchbälle für den Routinier, für den bereits 38-jährigen Chen Zibin. Und in diesem Moment ist es passiert. Der gebürtige Chinese mit deutschem Pass reißt die Arme hoch.